Morgen, denke ich, brauchen wir da zudem sehr viel Geduld. Ja, müssen nicht im Hurra-Stil hier morgen versuchen, die drei Punkte zu holen. Es geht eigentlich nur darum, das Spiel zu gewinnen. Mit dem Sieg wärst du auf sicher in der K.O.-Phase drin und das ist das Ziel. Wir wollen überwintern und so, dass ich morgen ein total ausgeglichenes, spannendes Spiel erwarte, wo es vielleicht darum gehen kann, den Gruppensieg für den einen oder Mannschaft oder den Weg einzuschlagen. Das muss das Ziel sein. Würden wir gerne machen und dafür brauchst du einen Heimsieg gegen Everton. Es macht Spaß, die Mannschaft sich entwickeln zu sehen. Es macht Spaß, Spiele zu gewinnen. Es macht keinen Spaß, auf Schalke nach 25 Minuten 3-0 hinten zu liegen. Das gilt es bei der Mannschaft in den Köpfe zu bekommen, dass wir jedes Spiel für sich sehen müssen, jedes Spiel zu 100% konzentriert sein müssen. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir ein schwer zu spielender Gegner. Dann sind wir verdammt gut. Wir wissen, dass wir das Hinspiel nicht sehr positiv bestreiten konnten und haben da auch sicherlich noch einiges gut zu machen. Und ja, das wollen wir natürlich morgen als Mannschaft zeigen, geschlossen agieren und ja, natürlich auch gerade für mich als Verteidiger ist natürlich zu Null spielen immer ein Ziel, was man vor Augen hat. Man freut sich auf solche Stürmer, man will sich mit den Besten messen und dann will man einfach schauen, dass man klar die Stürmer dann im Griff hat und das Spiel positiv bestreitet. Ich mache mir da keine Gedanken drum, wie gesagt, ich habe mich riesig gefreut über die Nominierung, dass ich dabei sein durfte in dem Kreis und jetzt liegt der Fokus wieder völlig auf Vereinsebene und auf den Spielen, die jetzt in den nächsten Wochen anstehen. Wir haben keinen Druck. Wir sehen das als Herausforderung an, in der Gruppe zu überstehen. Ich habe vorher schon gesagt, dass die Gruppe für mich eine der ausgeglichensten, wenn nicht sogar mit die beste Gruppe ist nach der Auslosung. Und selbst wenn es so kommen würde, sind wir stark genug, auch im Lille zu gewinnen.